Einfach was Geiles gekauft. Das muss mal sein. Boah, im Moment verändert sich einiges in meinem Leben. Ja, ich sollte vielleicht mal zu meinem Physio oder so gehen und genau das ansprechen. Heute ist der schlimmste Tag. Sie nur kaufen, weil sie cool aussehen. Die Tampons. Ich habe zwei Sachen gebraucht und habe diesmal nur 30 Euro ausgegeben. Was Mash and Beer jetzt? Gehen wir spazieren? Oder ein Snacko? You believe in love of the love! Das war's wohl. Hallo! Oh, ich bin so müde. Leute, es gibt jetzt einen ganz entspannten Wochenende. Wir haben Äpfel und Oranges. Und Bananis und Möris. Gurkis. Ja, wir haben auch noch Frühlingszwiebeln. Mit Enten! Okay, du hast recht. Es ist schon anstrengend genug, das zu trainieren. Ja, gar nicht so gut. Und die haben auch schon große Enten. Tomatis. Salätchen. Boah, vor diesem Salatregal standen so ein paar. Die haben sich bestimmt 10 Minuten in den Salat angeguckt. Wir haben Burrata. Hast du schon mal Burrata gegessen? Das habe ich noch nie gegessen. Ich glaube ich auch nicht. Wir machen ein Video, wo wir Dinge essen. Dann haben wir mal wieder nach sehr langer Zeit Portionsies, Champignonsies. Wir haben Eier. Wir haben Reis. Und wir haben natürlich auch Eis. Schoko-Zitrone. Schokoladekuchen. Ist kein Eis, das ist eigentlich nur ein Kuchen. Nur ein Kuchen? Ja, nein, aber also, weil man denkt jetzt, das wäre vorne gewesen. Wir haben hier San Pellegrino Granatapfel schwarze Johannisbeere. Habe ich noch nie getrunken. Habe ich auch noch nie getrunken. Dann haben wir noch was richtig, richtig Geiles. Nämlich Erfrischungsstäbchen. Was ist das? Da bin ich aber mal gespannt drauf. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendein Mensch sich die holt und sagt, oh geil, Erfrischungsstäbchen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendein Mensch sich die holt und sagt, oh geil, Erfrischungsstäbchen. Ich liebe Erfrischungsstäbchen. Meine Mom hat die früher immer im Sommer gekauft. Erfrischungsstäbchen sind einfach meine Kindheit. Ich habe jetzt so Bock auf Erfrischungsstäbchen. Mensch Vanessa, jetzt habe ich richtig Bock auf Erfrischungsstäbchen und ich... Erfrischungsstäbchen gibt es immer bei meiner Oma. Immer eiskalt aus dem Kühlschrank. Ich liebe die so sehr. Zimt drin. Nee, das Orange- und Zitronengeschmack. Wir haben ganz viel. Was im Angebot? Ja, es war im Angebot. Es war im Angebot, deswegen kaufen wir Red Bull. Sonst würden wir das niemals trinken. Toastbrot. Mozzarellis. Boah. Mozzarellis. Boah. Einfach was Geiles gekauft. Das muss mal sein. Boah, ich habe seit 2 Wochen so Bock auf Tresor gehabt. Oh, endlich. Dann haben wir noch Beyond Burger. Weil wir essen Burger. Ich liebe Burger. Ich habe keine Burger Buns gekauft, weil in dem Kaufland gibt es nicht so geile Burger Buns. Also dachte ich mir, kaufen wir die lieber irgendwann im Edeka. Okay, machen wir. Ja. Griechischer Joghurt! Jetzt muss ich mich jedes Mal darüber freuen, weil Leute fanden toll. Ich weiß gar nicht, wie du dich letztes Mal darüber gefreut hast. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich mich darüber... Ich habe mich aber darüber gefreut, weil ich so meinte, so, und das hast du rausgeschnitten. Ja. Griechischer Joghurt bei mir. Das sah so einfach nur aus wie ein Depp. Ja. Yep. Cheddar. Käse. Nudelblätter. Oha! Es gab wieder die Erdbeer-Vanillehörnchen, die großen. Boah, die sind so geil. Dann haben wir noch ein paar Proteinriegel. Sehr gut. Ich glaube, so da ist ein Designer. Ja, aber nur die. Okay. Fand die anderen ein bisschen besser. Aber die war auch lecker. Wir haben hier noch was zum Testen. Smoothie Style Veggie Minis. Das sind vegane Fritz. Stimmt. Steht ja auch richtig drauf. Ja. Geil. Und dann haben wir noch zum Testen das Eis hier. Hören wir Protein. Sieht aus wie ein ganz billiges Snickers-Eis. Das war's wohl. Das war wieder ein schöner Wocheneinkauf. Und wenn wir dann wieder einkaufen und Kaya im Hintergrund hechelt, dann seid ihr euch sicher, es ist ein neuer Wocheneinkauf. Einkauf. Voll aus dem Takt dann. Das war echt nicht so gut. Ja. Was ist das Song? Ah. Manu! Du schaffst das schon. Es geht halt wirklich nicht. Ich will es auch probieren. Ja, du hast kein Nägel.
Nein. Ich schaff das. Ja. Oh. Ha. Boah. Ha. Das hin. Ist so geil. Wir gehen gleich ins Fitnessstudio und ich habe die Kamera hier hingestellt, weil ich jetzt mit euch reden wollte ein bisschen. Aber ich hatte keine Speicherkarte in der Kamera und musste jetzt dafür hochgehen und dachte mir so, oh, obwohl ich gleich ins Fitnessstudio gehe und Sport mache, so dumm. So, nee, jetzt eine Treppe hochgehen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber gleich im Fitnessstudio 20 Minuten auf dem Laufband. Das ist mein Outfit von heute. Die Hose übrigens von Teveo. Ich habe mir noch mehr Leggings von Teveo bestellt. Ich habe die ja mal getestet in einem Video. Und ich finde die einfach bis jetzt die beste Leggings, die ich getragen habe. Und das Oberteil ist von AIM. Das habe ich auch damals getestet. Ich liebe das sehr. Ja. Und heute ist der schlimmste Tag. Also wir gehen viermal die Woche ins Fitnessstudio. Und heute ist der zweite Leg Day dran. Ich hasse den, weil da muss ich Bulgarian Split Squats machen. Im Moment verändert sich einiges in meinem Leben. Ich habe ein sportliches Hobby gefunden. Ich habe ein neues, kreatives Hobby gefunden. Kann ich euch später zeigen. Ich war sehr lange hobbylos, aber ich habe Hobbys. Ich habe letztens, so vor einer Woche, ein TikTok gesehen. Das hat mein Leben verändert, glaube ich. Oder es wird mein Leben verändern. Ich stelle euch mal hier hin. Ich muss mich vor den Spiegel stellen, um das zu demonstrieren, weil ich sonst nicht sehe, was ich mache. Also. Ich habe schon mein ganzes Leben lang ein Problem mit meinem Bauch, weil so mit 12 fand ich mich ein bisschen dick und hatte halt auch so einen Bauch. Und das ist in meinem Kopf nie weggegangen so richtig. Hier steht so blöd da. Auf jeden Fall, wahrscheinlich, weil ich so unzufrieden damit war, habe ich mir was sehr Dummes antrainiert. Also, ich habe immer ein Problem gehabt mit meinen Rippen. Ich dachte immer, ich habe riesige Rippen. Meine Rippen waren schief, weil eine Rippe lag anders als die andere. Und ich dachte, das ist einfach so, weil ich nicht wusste, dass Rippen beweglich sind. Wenn man atmet, dann bewegen sich die Rippen. Die sind nicht so, wie sie sind. Und ich dachte immer, meine Rippen sind riesig. Warum sind meine Rippen so riesig? Und immer, wenn ich andere schlanke Frauen gesehen habe, dachte ich so, warum sieht man bei ihr nicht die Rippen? Aber bei mir sieht man die Rippen so krass. Und es ist einfach, weil ich eine dumme Körperhaltung habe. Und ich habe so ein TikTok gesehen, dass es so ein Ding ist. Und dann habe ich mich sehr viel damit beschäftigt, sehr viele YouTube-Videos gesehen, dass man dagegen was machen kann. Oh mein Gott, ich habe nicht diese Rippen von der Genetik her. Also manchmal kann man das schon haben, aber man kann was dagegen machen. Und ich habe das wahrscheinlich einfach, weil ich in der Pubertät dumm war und die ganze Zeit wahrscheinlich irgendwie meinen Bauch versucht habe einzuziehen und deswegen dumm geatmet habe. Weil man kann halt auch falsch atmen und ich habe wahrscheinlich mein ganzes Leben lang falsch geatmet. Und einfach eine komplett falsche Körperhaltung habe ich. Also jetzt gerade ist eh morgens, deswegen sieht es alles gerade noch ein bisschen besser aus, finde ich. So nachmittags sieht es immer ein bisschen komisch aus. Also, das ist so mein Bauch, wenn ich normal lebe. Und ich stehe halt oft so da. Nicht, weil ich den Bauch einziehe, sondern einfach, weil meine Körperhaltung dumm ist. Und was mir auch mal aufgefallen ist, normale Menschen stehen gerade so. Ich stehe richtig auf so. Was? Und das hat alles mit der Körperhaltung und dem Core und so zu tun. Auf jeden Fall muss ich jetzt immer versuchen, bei allen Übungen meinen Bauch richtig mit zu benutzen. Und letztens, als ich das letztens zum ersten Mal gemacht hatte, ich hatte am nächsten Tag so Bauchmuskelkater. Jetzt weiß ich, was Menschen meinen, dass man keine Bauchübung braucht, weil man den Bauch sowieso bei seinem normalen Training viel mit benutzt. So. Zum Beispiel, wenn man so, ich mache so eine Trizepsübung, da habe ich so ein Gewicht in meinen Händen und mache so. Und das habe ich wahrscheinlich immer so gemacht. Anstatt so zu machen. Anstatt so eine gute Körperhaltung zu haben. Ja, das hat mein Leben verändert, weil ich dachte mir immer, wie kann das sein, dass meine Rippen so krass rauskommen und bei irgendwelchen anderen Leuten, die noch dünner sind als ich, die haben so ein, bei denen ist es einfach glatt und ich, ja, vielleicht kennen das einige von euch. Das nennen die übrigens Rib Flare. Könnt ihr mal nach googeln oder auf YouTube gucken und dann euch Übungen dazu angucken, wie man atmet, wie man muss hier hinten auch alles, weil hier hinten ist alles verspannt bei mir.
anscheinend. Also ich weiß es auch, weil ich habe hier so eine richtig empfindliche Stelle, schon immer, seit 10 Jahren bestimmt. Da kann mich, hier darf mich niemand anfassen, weil mir das so unangenehm ist. Wahrscheinlich, weil da alles so verspannt ist. Ja, ich sollte vielleicht mal zu meinem Physio oder so gehen und genau das ansprechen. Ich war schon öfter mal beim Physio und niemand hat das bei mir angesprochen. Ich habe auch schon mal wegen meinen Rippen gefragt, weil ich dachte immer, hier, meine Schulterblätter sind halt auch schief. Deswegen dachte ich, sind meine Rippen halt auch deswegen schief und gucken so raus. Aber nein, ich bin einfach... Ich habe einfach keine Körperspannung. Ja. Und jetzt versuche ich in jeder Lebenssituation meine Körpermitte richtig zu halten. Und es ist nicht, dass ich den die ganze Zeit anspannen muss. Es ist einfach, dass ich von dieser Haltung in diese Haltung gehe. My muscles are getting bigger. Das ist voll die coole Position, ne? Die sehen echt cool aus. Die sie nur kaufen, weil sie cool aussehen. Die Tampons? Welche ist deine Lieblingsverpackung? Ich mag den Vogel. Warum gibt es nur Strip-Einlagen, die entweder riechen und gut kleben oder die nach nichts riechen, was ich ja will, aber dann nicht gut kleben? Das ist voll kacke. Vielleicht ist in dem Klebezeug was, was riecht und dann machen die so. Ja, wenn das nur dann gut klebt, dann müssen wir es halt riechen lassen. Ja, aber alle, die gut kleben, die riechen immer noch alles. Stimmt, das weiß ich auch. Von Kai auch. Vor allem steht da nicht mal, dass die riechen. Siehst du das auf den ersten Blick, dass die noch was riechen? Hier, bei die denen da. Hier. Die da? Aber hier steht das nicht. Die riechen trotzdem. Junge, Mann, also es steht wirklich nirgendwo. Do you believe in love of the love? So, ein kleiner DM-Haul. I can feel. Ich habe 2 Sachen gebraucht und habe diesmal nur 30 Euro ausgegeben. Einmal Farbe, weil ich glaube, im letzten Haul habe ich die auch schon gezeigt. Ich, ne? Ich habe den Pulli gefärbt, der sieht auch sehr schön aus, aber da sind so komische 2 grüne Flecken jetzt drauf. Sollen wir den nochmal überfärben, um zu gucken, ob die weggehen, weil die gehen nicht weg. Dann brauchte ich das hier, so ein Serum. Warum ist da eine Karotte drauf? Weil, weiß ich nicht. Jetzt kommt der Slip-Einlagentest. Ob die riechen? Boah, ich glaube, die riechen nicht. Ey, glaubst du, die kleben gut dann? Die sind halt von Carefree. Nee. Sure, wir haben die Waffe Kaya benutzt und die sind nicht gut. Ja, kann sein. Aber sie riechen. Mal schauen. Das ist wichtiger als nicht gut kleben. Also, naja, ist eigentlich beides sehr wichtig. Feuchtes Toilettenpapier? Das war mein Wunsch. Eine Sache durftest du dir aussuchen. Und dann haben wir noch neue Proteinriegel von Hey. Crispy Protein Bar. Summer Coconut. Limited Edition. Wollen wir den jetzt essen? Ja. Ist so warm. Ey, vielleicht schmeckt das genau wie von ESN, dieser Kokosriegel. Yo. Der ist so geil. Ich glaube, das ist der beste Proteinriegel. Ja. Der schmeckt einfach wie Raffaello. Ein bisschen schlechter. Mhm. Aber geil. Ja, erinnert eher an Bounty. Die von ESN haben uns an Raffaello erinnert und der erinnert eher an Bounty, finde ich. Hey guys, it finally is Kaya Action. Lang nicht gesehen. Hallo. Was Maschen wir jetzt? Gehen wir spazieren? Oder ein Snacko? Weißt du, einfach alleine ein bisschen. Jetzt beginnt der Vlog, oder? Je ein Lum. Wo sind die Orschen? Nein. Okay, einen.